Guten Morgen, Mallorca, da bin ich mal wieder. Ja, habt ihr das Schild eben gesehen? Wir haben Halbmarathon auf Mallorca. Das ist zwar noch ein paar Tage hin, also vom 11.10. bis 18.10. Findet das Ganze hier statt, laut Absperrung. Also man hat schon Vorbereitungen gemacht für den roten Teppich. Also das letzte Mal war das ja so, ja, vor gefühlt 2 Jahren. Hier ist noch ein restroter Teppich vom letzten Mal, der ist übergeblieben. Aber man hat die Rampe noch wiedergefunden, so leicht verstaubt. Und ja, wenn die Leute dann ins Finale kommen, dann ist das hier am Marktplatz in Pagera. Nicht? Also wir erinnern uns, die regelmäßigen Zuschauer wissen, dass dort das Kinderkarussell steht. Normalerweise, was ja jetzt abgebaut ist. Und jetzt ist da die Rampe hoch, damit die Leute keine Stufen mehr steigen müssen. Also beim Marathon, wie heißt das, Barrierefreiheit. Also das ist ja schon mal was Feines. Hier, da steht es eben halt, Challenge Pagera Mallorca. Und ja, die Sponsoren sind da benannt und so weiter. Ja, also hier wird dann noch eine Bühne aufgebaut in den nächsten Tagen. Und ja, der Rest ist dann hier viel gesperrt, also halb Pagera darf dann nicht mehr beparkt werden, weil man braucht das ja also für Barrierefreiheit der Leute im Marathon. Also so weit ist das schon. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn schon Marathon, warum denn nicht unter normalen Bedingungen? Naja, gut, es ist sogar so weit, es geht sogar so weit mit der Barrierefreiheit, das muss ich euch noch mal eben zeigen, kommt mal eben mit. Ich habe übrigens einen Zuschauer, der sagt, oh Michael, nicht laufen, wenn du redest, stehen bleiben. Nein, ich laufe jetzt mal weiter. Also ich glaube, das könnt ihr verknusen. Es gibt also andere Sorgen, die wir da haben. Aber wie gesagt, ich zeige euch mal eben was. Barrierefreiheit beim Halbmarathon. Seht ihr, das ist der Bürgersteig und nebenan, da sind neue Fliesen. Und es ist neu verfugt worden und es ist ein Absperrband da, dass es gerade neu gemacht wurde. Extra für den Halbmarathon hat man wirklich nochmal den Bürgersteig repariert, sodass das alles heile ist, damit da keiner stolpern kann. Und ja, also hat es da was Gutes für sie. Guckt mal, wer da kommt. Luna ist da. Luna, guten Morgen, Luna. Hallo, na? Ja, Luna kennt einige von euch. Luna ist unsere Marathonkatze von Mallorca. Also ich weiß nicht, ob die sich freut über die Challenge. Ne? Also die inspiziert ja hier immer alles. Und jetzt guckt sie, wer da kommt. Wer kommt denn da? Coca-Cola ist da und bringt neue Getränke. Alles für den Marathon. Hola. So. Ja? Also alles prima. Und ja, wir werden sehen im nächsten Video mehr dazu. Ach so, eine Sache habe ich noch. Und zwar hier, guckt mal, ich habe mein Vakuumventil da für die Kaffeemaschine. Vakuum, was ist das? Manche haben es im Kopf und kommen nicht drauf. Genau. Ja, also das ist da, muss jetzt noch eingebaut werden. Dann ist die Restreparatur meiner Kaffeemaschine auch fertig. Also wir sehen uns dann im nächsten Video und ja, eventuell am Samstag beim Bier am Samstag. Ciao.